Am 27. Januar ist der Holocaust-Gedenktag. Er erinnert an die Befreiung des KZ Auschwitz. Ja, und er wurde eingeführt 1996 vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog, der vor ein paar Tagen verstorben ist. Zu Gast ist Erhard Steiger, der für dieses Gedenken, das am 26. Januar, also am Vortag, in der Speyerer Synagoge stattfindet, verantwortlich ist. Hallo Erhard. Ja, seit wann wird in dieser Gedenktag in Speyer gestaltet? Also in Speyer wird er gestaltet seit 1998. Wir feiern dieses Jahr also 20-jähriges Jubiläum in Anführungsstrichen. Und ich denke, es ist was ganz Wichtiges. Er findet in Speyer statt unter dem Motto Erinnern, Gedenken, Mahnen. Einmal erinnern, also was damals zurück, war. Ne? Der Blick zurück, was war damals? Ereignisse, die Verbrechen des Nationalsozialismus. Gedenken an die Opfergruppen, die Menschen, die praktisch also Opfer des Nationalsozialismus waren, und der Blick nach vorne, mahnen, dass sowas nie wieder bei uns in unserer Gesellschaft passieren kann. Also erinnern nicht nur an die Opfer, die jüdischen Opfer? Nein, es waren auch über die Jahre, haben wir immer wieder also auch spezielle Opfergruppen in den Blick genommen. Ob das jetzt Sinti-Roma waren, ob das jetzt also auch politisch Verfolgte waren. Auch die Kirchen und ihre Rolle im Nationalsozialismus. Im letzten Jahr war Justiz dran, also auch wie die Justiz auch vom Nationalsozialismus verbogen, behindert und so weiter wurde. Dieses Jahr sind wir wieder wie vor 20 Jahren beim Anfang. Jüdisches Leben, jüdische Menschen. Also das kommt speziell in der Ausstellung. Und da haben wir auch speziell dieses Jahr eine Ausstellung gewinnen können für Speyer. Jüdische Porträts, Fotografien von Herr Linde Kölbel, eine begnadete Fotografien, und ich finde es toll, da sind Menschen porträtiert, die die Shoah, den Holocaust überlebt haben, jüdische Menschen, und dann aber auch unser gesellschaftliches Leben noch geprägt haben. Und den Fotos gegenüber ist immer ein Zitat oder ein kurzer Text gestellt, wo auch nochmal prägnant ist, was diese Menschen also auch an Erkenntnis oder auch an Blick, an Mahnung für uns also auch haben. Also es sind Menschen wie auch Erich Fried oder Grete Weil, die also auch unser gesellschaftliches Zusammenleben geprägt haben in der Bundesrepublik. Ja. Diese Ausstellung findet statt von wann bis wann genau nochmal? Die findet statt jetzt vom 26. von der Gedenkstunde, der Eröffnung, bis zum 9. Februar. Ja. Und ist in der Regel in der Woche von Montag bis Donnerstag von 15 bis 17 Uhr geöffnet und am Sonntag von 11 bis 13 Uhr. Freitag und Samstag sind ausgenommen. Wir sind ja zu Gast in der jüdischen Gemeinde und da gilt Sabbatruhe und da achten wir auch drauf. Also das ist auch ganz wichtig. Nicht direkt in der Synagoge, aber in der Gemeinde. Es ist im Gemeindesaal unten. Ja, genau. Und es wird auch oben im Vorraum von der Synagoge werden auch einige Porträts stehen. So, dass man sozusagen hineingeführt wird. Ja, ist auch dieses Jahr der Grund, warum wir am 26. die Gedenkfeier veranstalten. Weil am 27. abends um 18 Uhr ist schon Beginn des Sabbats. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir also auch diese Gepflogenheiten und die Regeln des jüdischen Glaubens also achten und respektieren. Wir sind seit vier Jahren Gast in der jüdischen Gemeinde. Vorher waren wir in der Heilig-Geist-Kirche. Und als diese dann für die Öffentlichkeit oder für öffentliche Veranstaltungen gesperrt werden musste, aus bautechnischen feuertechnischen Gründen, sind wir dann zur jüdischen Gemeinde. Da sind wir sehr froh, dass wir da zu Gast sein dürfen. Das ganze Projekt wird ja von der Stadt Speyer getragen, mit Speyerer Schulen. Der Oberbürgermeister ist beteiligt. Von Anfang an war evangelische Kirche und katholische Kirche mit im Boot. Die jüdische Kultusgemeinde, soweit ich informiert bin, und auch die deutsch-israelische Gesellschaft. Die katholische Erwachsenenbildung ist derzeit federführend in dieser Sache. Das heißt, die machen die Organisation, aber nicht von Anfang an. Nein, am Anfang war die Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der evangelischen Kirche der Pfalz also federführend, der Eberhard Dittus. Und als er dienstlich nach Neustadt gewandert ist, hat dann die katholische Erwachsenenbildung also diese Funktion übernommen. Mhm. Aber die ursprünglichen Veranstalter oder Mitträger dieser Gedenkarbeit sind alle noch mit an Bord. Du hast erwähnt, Schulen sind da mit dabei im Boot, schon von Anfang an, glaube ich. Ne? Welche sind das denn in Speyer? Also dieses Jahr sind also auch mit beteiligt für den musikalischen Teil des Nikolaus-von-Weiß-Gymnasium. Und für den Schüler erarbeiten auch im Vorfeld schon
Lebensgeschichten von in diesem Jahr natürlich also jüdischen Mitbürgern aus Speyer. Da ist das Edith-Stein-Gymnasium und die Edith-Stein-Realschule mit im Boot und auch das Hans-Pohrmann-Gymnasium. Jetzt, was gibt es denn sonst noch außer dieser Eröffnungsveranstaltung? Dieses Jahr das erste Mal noch mit im Boot dabei ist auch das Interreligiöse Forum Speyer, wo wir eine Veranstaltung, eine Podiumsdiskussion anbieten können, Barmherzigkeit, Kultur der Liebe im Bereich Judentum, Christentum, Islam. Also den drei abrahamitischen Religionen. Ne? Und da spielt ja also Barmherzigkeit Gottes eine große Rolle. Im Judentum hat sich Gott immer als der mitdenkende, mitfühlende, begleitende, menschenfreundliche Gott erwiesen, der sich die Israeliten begleitet hat durch den Lauf der Geschichte. Im Christentum haben wir Barmherzigkeit, einen Auftrag von Jesus, seid barmherzig wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ja, das Gleiche ist vom barmherzigen Samariter, kennt genau, jeder. Genau, können wir auch also sagen. Ja. Und im Islam ist ja also der Gott der Barmherzige oder der Allerbarmende ist ja ein Titel, der also auch schon in den Koran ist. Das wissen nicht so viele, muss man klar sagen. Genau. Ne? Ja. Die wird am, jetzt muss ich selbst gucken, bei den vielen Veranstaltungen, die wird am 1. Februar, Mittwoch, den 1. Februar um 19.30 Uhr sein. Wir haben auch interessante Referenten gewonnen. Den Tobias Specker, Professor für katholische Theologie angesichts des Islam in Frankfurt, St. Georgen. Für die, der mal im Pechhaus war, hast du der mal im Pechhaus war und auch Islambeauftragter des Bistums war. Dann die Gönül Yerli vom Islamischen Forum in Penzberg, sehr engagiert in der interreligiösen Arbeit seitens des Islam. Und aus Heidelberg von der Hochschule für jüdische Studien kommt der Hochschulrabbiner Shaul Friberg. Die werden kurze Statements geben und dann in die Diskussion untereinander und mit dem Publikum eintreten. Es gibt dann eher, sage ich jetzt mal, interne Veranstaltungen oder sagen wir, also für Lehrer, glaube ich, auch nochmal. Es gibt auch eine Lehrerfortbildung, da wissen wir noch nicht, ob das Interesse da ist, ob die Lehrer, viel Ding, da geht es darum, also auch, wie kann ich Gedenkarbeit gestalten, in die Schulen bringen, also auch nachhaltig. Eben nicht nur mit den Schülern jetzt so ein paar Lebensgeschichten vorbereiten, sondern wie geht es darum, also überhaupt Zivilcourage, Gedenkarbeit, also auch in den Schulen fest zu installieren. Ja, wir haben am Anfang gesagt, der Blick geht zurück einerseits auf die Opfer des Faschismus. Ne? Ja. Er erinnert daran an die Opfer, auch gerade mit der Ausstellung, an die Überlebenden in diesem Fall. Zum anderen ist aber auch der Blick nach vorne. Und wir haben dieses Jahr also auch zwei gute Künstler gewinnen können, den Daniel Kempin und seinen Partner, den Dimitri Reznik. Ein Gitarrist und Sänger und ein Geiger. Und sie schauen dieses Jahr, also sie tun auch dieses Jahr unser Motto Erinnern, Gedenken, Mahnen sehr gut umsetzen in einem Konzert Bänkschaft, Sehnsucht. Es geht um Lieder, die zurückschauen in die jüdische Vergangenheit, in das Leben jüdischer Menschen, also, aber auch mit Visionen, mit Hoffnungen, mit Messias-Erwartungen. Also mir ist der Daniel Kempin als Sänger jiddischer Lieder bekannt, ne? Aber das ist nicht ist nur ein Aspekt seiner Tätigkeit. Ja, er hat mich gebeten dieses Jahr, dass wir jüdische Lieder drunter schreiben, dass es nicht nur jüdische Lieder sind, die aus der osteuropäischen Tradition und auch aus dem Zurückblick, also auf die Musik, die in den Ghettos und in den Konzentrationslagern auch entstanden ist, sondern auch, was nach vorne ist und die auch aus Israel, aus den USA, einfach jüdische Musik, Lieder von Hoffnung, von Liebe, von Sehnsucht der Menschen. Ja, es gibt Aufnahmen vom Südwestrundfunk, die so ein bisschen Eindruck von seiner Musik vermitteln auch und die werden wir jetzt zum Abschluss unseres kleinen Gesprächs auch zeigen. אתה פומה לבן, אני יומש שחור Ja, Erhard, einen schönen Dank auch, dass du hierher ins Studio gekommen bist und über diese Arbeit berichtet hast.